Chris Kühn. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ausgelöst durch die Corona-Pandemie erleben wir gerade die schwerste globale ökonomische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Krise ist, anders als die AfD vorbehauptet hat, nicht dadurch ausgelöst, dass wir in Deutschland einen Shutdown haben, sondern dass dieses Coronavirus weltweit die Ökonomien bedroht und die Lieferketten unterbrochen sind und deswegen die globale Wirtschaft nicht funktioniert. Das ist die Wahrheit. Diese Krise stellt die Ölkrise von 73 und 79, die New Economy Bubble Blase, die geplatzt ist von 2000 und die letzte Finanzkrise aus 2008 und 2009 in den Schatten. Und wer glaubt, dass die deutschen Wohnungsmärkte diesen Druck nicht abkriegen werden, der lebt in einem Märchenschloss, der hat nichts mit der Realität zu tun. Diese Krise wird verzögert auf den Wohnungsmärkten ankommen. Sie ist noch nicht da, aber sie wird diesen Sommer im Juni, Juli, August, September wirklich einschlagen. Und zwar deswegen, weil dann die Menschen die wenigen ersparten Dinge, die sie noch haben, aufgebraucht haben werden und dann sozusagen die Mieten auch nicht mehr zahlen können. Und ich kann deswegen, Frau Zöllner, überhaupt nicht diesen Lobesmodus sozusagen, den Sie hier eingefallen sind, irgendwie nachvollziehen, ja, für Ihre Maßnahmen. Denn eins ist ganz klar, im Augenblick ist es so, dass viele Menschen diese Mieten nicht mehr zahlen werden können. Und klar muss sein, in der Corona-Krise darf niemand seine Miete sozusagen nicht in der Lage sein zu zahlen und niemand seine Wohnung verlieren. Das muss das Ziel sein. Aber es muss auch das Ziel sein, dass niemand unverschuldet sozusagen während der Corona-Krise und danach seine Wohnung verliert. Wohnen ist ein soziales Gut, und deswegen haben wir Grünen, das haben Sie auch vorher lobend erwähnt, ja, ein KfW-Programm vorgeschlagen, um Menschen zu ermöglichen, weiterhin ihre Miete zu zahlen. Das hilft den Mieterinnen und Mietern, und das wird den Vermietern in Deutschland helfen. Und wir machen das deswegen, weil wir sehen, dass Menschen in prekären Situationen sind. Ja, ich komme familiär aus der Gastronomie. Mein Vater ist Hotelkaufmann gewesen, ja, und der Gastronomie geht es richtig dreckig. So, und wenn man sich jetzt anschaut, wie beispielsweise ein Hotelfachmann in Deutschland im Augenblick das Ding geht, ist es schwierig. Ja? Der verdient im Durchschnitt 2.000 Euro, davon 60% sind 860 Euro. Wenn wir das jetzt erhöhen, sind wir bei 1.150 Euro. Davon wird dieser Hotelfachmann in den Ballungsräumen wie Stuttgart, München oder Berlin niemals die Mieten dauerhaft zahlen können. Er wird auch nicht sparen können, um die Mietschulden in Zukunft zu zahlen. Diesen Menschen muss geholfen werden, und da reicht das Wohngeld eben nicht aus. Und deswegen braucht es ein KfW-Programm, das die Mieten absichert und die Menschen nicht in zwei Jahren vor der Kündigung ihre Wohnung sieht. Ich kann nicht verstehen, dass Sie als Regierung da auf irgendein Wunder warten, das vom Himmel kommt. Wir müssen da jetzt handeln. Wir müssen auch jetzt den Menschen Sicherheit geben auf den Wohnungsmärkten. Wir müssen klar machen, dass wir eben auch den kleinen Vermietern und ihren Mietern helfen und nicht nur den Konzernen, weil die Konzerne können im Augenblick Liquiditätshilfen beantragen, die Vermieter können es nicht. Und deswegen ist es dringend nötig, dieses KfW-Programm aufzulegen. Das bringt Sicherheit, das ist sozial, das ist gerecht und das ist am Ende auch Mieterschutz. Dankeschön. Vielen Dank, Chris Kühn. Dankeschön. Letzter Redner in der Debatte, Carsten Möhring für die CDU-CSU-Fraktion.